Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu einem Tagesresümee-Video. Ich habe eben schon ein Video abgedreht, in dem ich erzählt habe, wie überrascht ich gestern von mir war über die Gedanken, die mir gestern in meinem Vlog auf einmal im ersten Teil gekommen sind. Ihr habt sicherlich auch gedacht, was ist denn nun los? Ich kann es euch auch nicht sagen. Ich habe es versucht, in diesem Video zu analysieren. Deswegen gehe ich jetzt hier auch nicht so doll drauf ein. Ja, ich bin aufgestanden wie immer. Es war auch alles wie immer. Ich habe dann meine Haarmaske gemacht, wie jetzt auch, wie jeden Morgen. Und ja, dann kam es, sprudelte das so aus mir raus, ganz spontan. Ich habe angefangen zu arbeiten und wollte euch eigentlich, glaube ich, gegen 12 nochmal reinholen und sagen, so, jetzt bin ich so weit, hat das so lange hat es gedauert und so ungefähr bin ich jetzt durch mit der Arbeit, weil es geht ja doch schneller voran ein Glück, als ich das am Anfang noch hatte letztes Jahr oder am Anfang des Jahres. Da war es ja alles noch sehr, sehr mühevoll und sehr anstrengend. Inzwischen schneide ich schneller, inzwischen kann ich die Thumbnails, die Titel besser machen. Ich kann mich auch ganz gut konzentrieren, weil ich natürlich im Moment nicht so viel hier an Ablenkungen habe und mich auch relativ gut immer zwischendurch ausruhen kann, wieder runterfahren kann. Und deswegen fällt mir der Schnitt auch einfacher. Ja, ich kann mich mehr konzentrieren und fokussieren auf die Dinge, die ich machen muss. Und deswegen klappt das schneller, ja. Man hat sich natürlich auch inzwischen dran gewöhnt und man nimmt sich auch den Stress, dass man auf den beiden anderen Kanälen jetzt nicht unbedingt jeden Tag pünktlich um die Zeit ein Video hochladen muss. Den Stress habe ich mir genommen, weil das ist einfach zu anstrengend für mich im Moment gewesen. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich es schaffe, dann mache ich das und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Und insofern geht das alles ganz gut. Nichtsdestotrotz hat mich dieser Ausbruch gestern hier mittags gewundert, wirklich und auch sehr doll erschreckt. So dass ich gedacht habe, Mann, da ist wohl doch etwas im Argen und es fällt wohl doch alles nicht so leicht von der Hand, wie man das glauben könnte. Ne? Habe ich so ein bisschen versucht, eben in dem Video auch drüber zu philosophieren, drüber nachzudenken und auch meine Schlüsse draus zu ziehen, die ich im Moment noch nicht ziehen möchte, weil, wie gesagt, ich den Sprung nach Alanya herbeisehne und dann gucke, wie ich das da schaffe und ja, letztendlich auch, wie es ankommt, ja, wie weit interessiert euch das alles und wie weit habe ich Lust, in der Hitze und der Wärme zu drehen, das ist ja nochmal was ganz anderes dort, du hast ja die ständige Belastung mit dem Wetter da, weil es so wahnsinnig heiß ist und da werde ich gucken, ich werde auch ein bisschen verändern, meine Vlogs dort natürlich, das wird sich natürlicherweise verändern, weil ich glaube, dass ich dort anderen Content produzieren muss, einfach weil mein Leben dort auch anders sein wird. So, aber darüber habe ich dann versucht, in dem Video eben zu reden, habe so ein bisschen im Kaffeeklatsch-Video drüber gesprochen, der jetzt ganz kalt geworden ist vor lauter Reden wieder. Es ist 5:05 inzwischen schon und ich habe meine Vlogs noch nicht alle durchgeladen, deswegen reden wir jetzt mal schnell weiter. Ja, nachdem der Ausbruch gestern war, habe ich weiter gedreht, habe weiter produziert und bin dann am frühen Nachmittag nochmal mit dem Hund raus und wusste ja, dass ich die Gardinenstangen noch anbringen muss. Ich muss noch ein bisschen sauber machen weiter oben, weil das projiziert sich ja jetzt alles auf die nächste Woche in der Zeitplanung. Und da habe ich noch gedacht, ich möchte das alles noch weitermachen. Die Gardinen wollte ich anbringen, damit man eben von draußen nicht reingucken kann, jedenfalls nicht so stark. Ich werde vielleicht auch noch eine Überziehgardine drüber machen, dass man dann da auch zuziehen kann, wenn man ja, wenn man das möchte. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber erstmal habe ich dann die Gardinenstangen angebracht. Natürlich gab es da auch wieder Probleme, aber zuvor wollte ich erst noch mal was essen. Ich hatte nämlich schon wieder Hunger. Es war ja Mittag, früher Nachmittag und bin dann erstmal mit dem Hund raus. Die ist auch gut mitgelaufen. Die hat gestern Lust gehabt. Allerdings hat sie morgens früh, als ich sie rausgelassen habe zum Pipi machen, dann bin ich nämlich in die Küche und wollte schon mal so ein bisschen anfangen, meinen Tag. Da habe ich sie allein gelassen draußen und da hat sie was gefressen. Ja, also ich habe es gesehen. Sie hat sich das Maul geschleckt und hat ordentlich gedacht, so, das hat aber lecker geschmeckt. Es war auch kein Gras, glaube ich, weil da, wo sie anfing zu fressen, war nichts. Ich habe es gerade noch gesehen und sie zurückgerufen, aber da hat sie schon schnell geschluckt. Das macht sie immer, wenn sie denkt, man will ihr das wegnehmen, sie hat es gegessen. Und dann habe ich schon gedacht, ach du meine Güte. Und im Wald habe ich das dann euch auch noch erzählt, habe gesagt, sie hat was gefressen, hoffentlich ist nichts passiert. Und dann fing das schon an mit dem Durchfall, den sie hatte, war nicht so schlimm. Aber trotzdem hat sie 4-mal gemacht im Wald, was normalerweise nicht der Fall ist, weil sie hatte schon vorher am Morgen hier ihr Geschäft erledigt. Es war auch ein bisschen weicher, aber nicht so, ne, also es ging.
Und dann habe ich gedacht, okay, hoffentlich ist nichts passiert. Heute geht es ihr aber gut. Ein Glück, es scheint wohl nichts Schlimmes gewesen zu sein, hoffe ich jedenfalls. Ich bin auch am Überlegen, ob ich ihr nochmal die Wurmtabletten gebe, bevor ich fahre. Schaue ich mal, die sind aber bei meinem Sohn zu Hause und A ist auch ihr Impfbuch. Mal gucken, wie ich das Ganze mache. Wahrscheinlich gebe ich ihr die Tabletten noch, bevor ich fahre. Genau. Und ja, dann sind wir wieder nach Hause. War aber auch alles okay mit Miley. Und ich fing dann an, Hunger zu bekommen. Bin nochmal zu Edeka, habe ein bisschen was eingekauft, habe Kaffee gekauft und mein Kartoffelsalat, Toilettenpapier war alle und Frischkäse war nicht da. Das habe ich noch geholt, habe ich euch auch gezeigt. Und fing dann nach dem Essen mit schön Gewürzketchup von Harry nochmal an, die Gardinenstangen anzubringen. Und da hatte ich dann das Problem, dass die Gardine, die ich ausgesucht hatte, erstmal viel zu dicht war natürlich. Das verdunkelt mir das Zimmer, war aber dann egal, weil wir sind ja eh nicht da und das ist provisorisch zu verantworten, nur war sie zu schwer, sodass diese dünne Gardinenstange die Stange so ein bisschen verbogen hat und nach unten hat hängen lassen, sodass ich nochmal zwischendurch eine Schraube anbringen musste, damit das Ganze Stabilität hat. Das habe ich aber auch geschafft. Und dann sind die Gardinen natürlich viel zu lang, das wusste ich. Dann habe ich die Gardine, die ich in den Flur gehängt hatte, aber ins Badezimmer gehängt, weil die dicke, dichte Wohnzimmergardine besser im Flur aussah und die dünnere schöner war im Badezimmer. Ja, nun habe ich das provisorisch angebracht, hat auch ganz gut geklappt. Vorher habe ich den ganzen Kram noch gewaschen, die Maschine noch mal voll gemacht mit meiner Klamotte und habe auch dunkle Sachen reingemacht, hat nicht abgefärbt auf die weiße Gardinen, hat gut geklappt. Und ja, dann war es aber in der Zwischenzeit dann auch schon abends. Ich hatte noch Videos gedreht für Finanzakademie, habe ich Recherche betrieben und habe auch noch abgedreht. Und ja, also mein ganzer Tag war wieder bis zum Abend um 10 Uhr wieder mit Arbeit besetzt. Zwischendurch habe ich aber natürlich immer mal Zeit, auch wieder runterzufahren und auch mal ein bisschen Fernsehen zu gucken. War mal ehrlich, also im Fernsehen, da gibt es ja wirklich gar nichts mehr. Fernsehen, da meine ich eigentlich auch YouTube, ne? Ich habe da nichts Interessantes für mich entdeckt. Vielleicht habe ich auch die falschen Suchbegriffe eingegeben, weil Fernsehen gucke ich ja gar nicht mehr. Nachrichten ist auch nicht wirklich schön, das kann man nicht anders sagen. Im Moment habe ich auch so seit im letzten Jahr so ein bisschen, habe gedacht, nee, also was du nicht siehst, das gibt's auch nicht, weil es ist ja nur Kacke, ja. Also das ist ja wirklich nur Katastrophe überall. Ich habe wirklich im letzten Jahr so Scheuklappen aufgesetzt, habe gedacht, das will ich alles gar nicht wissen, ne? Also es ist wirklich ja nur noch schittig. Naja. Und ja, dann bin ich ins Bett. Das Wetter war auch am Abend zog es zu. Es hat, glaube ich, so ein bisschen auch genieselt und dann kam die Sonne wieder raus und dann ging sie wieder weg und es war auch kalt. Ne? Ich habe mir dann was angezogen. Heute ist auch kühl, obwohl die Sonne immer scheint, aber es ist wirklich nichts Halbes und nichts Ganzes. Und bin dann ins Bett, habe nochmal versucht, so ein bisschen einzuatmen, wieder am Dachfenster. Habe ich ja auch noch gefilmt, aber das hat mir jetzt auch nicht wirklich so Spaß gebracht, weil es doch relativ kühl war. Naja, und dann bin ich auch zum Glück schnell eingeschlafen, habe auch gut geschlafen und auch ziemlich lange heute, aber natürlich nicht durch. Wenn ich sage, ich schlafe gut, ich wache trotzdem 100 Mal mit zusammengebissenen Zähnen nachts auf und so wirklich erholsam ist es nicht, aber ich bin dann immer wieder eingeschlafen. So, das ist das, wenn ich sage, ich kann gut schlafen, dass ich dann wieder auch einschlafe. Meistens kann ich dann auch nicht einschlafen. Ne? Das ist das dann immer. Naja, gut, also wir haben es ganz gut hinbekommen, die Nacht gut überstanden und mein Mann ist nicht gekommen, er hat mich heute wieder, musste arbeiten, die haben ja Termindruck auf der Baustelle, hatte ich euch erzählt, die arbeiten sehr lange abends auf der Baustelle und sind dann abends auch immer noch im Büro mit allem Mann, also meine Söhne und mein Mann, die müssen dann ja auch noch besprechen und Rechnungen schreiben und Abschläge und neu berechnen und Angebote ausfüllen. Also es ist immer nicht einfach, eine Baufirma zu führen. Da sind sie immer alle Mann dann bis spät abends im Büro. Die haben mich dann noch angerufen, haben wir noch ein bisschen geplant. Mein Kleiner sagte, er wolle das Auto alleine fahren bis nach Alanya und dann sollten wir drei fahren, also meine beiden Kleinen und ich. Habe gesagt, das geht nicht, nur ein Fahrer, das ist unmöglich. Das habe ich dann nochmal mit den Söhnen besprochen und der Große sagte dann, ja, wieso? Ich habe gar nicht gesagt, dass ich nicht mitkomme. Ich habe halt nur am Montag was zu tun, das muss ich klären. Ich habe nur gesagt, wenn es gar nicht geht, dann fliege ich nach. Naja, gut, mein Mann hat dann Stopp gesetzt und gesagt, nein, ihr fahrt alle zusammen, ein Fahrer, das geht unmöglich. Das ist ja auch meine Ansicht, weil das ist einfach viel zu anstrengend mit einem Fahrer. Wenn wir da volle Grenzen haben, dann stehst du unter Umständen 12 Stunden an der Grenze und an der nächsten unter Umständen nochmal 12 Stunden. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass wir gefahren sind mit meinem Mann, wir hatten alle kleinen Kinder drin. Es waren auch Sommerferien, wie jetzt ja auch. Und dann stehst du unter Umständen nach Serbien, nicht, also, ne,
weiß jetzt gar nicht, welche Grenze das war, stehst du 12 Stunden in der brütenden Hitze, du kommst immer nur 5 Meter voran, da kann weder der Fahrer schlafen, noch kann man sich da ausruhen, weil du ja alle 5 Meter weiter vorfahren musst. Und wenn du überhaupt nicht Auto fahren kannst, so wie der Beifahrer, ich nämlich dann, dann nützt das ja alles gar nichts, weil das hat ja keinen Zweck, du kommst ja nicht voran, du musst ja wach bleiben als Fahrer. Und dann stehst du unter Umständen an der nächsten Grenze wieder, dann bist du tot, fährst bis zur nächsten Grenze, hältst durch, schläfst unter Umständen noch, weil das ist ja auch nicht wirklich schlafen, das ist ja nicht wirklich erholsam, im Auto zu schlafen. Und nimmst du dir ein Hotel, übernachtest du irgendwo, hatte ich euch schon erzählt, das machen wir nicht, ja, wir schlafen im Auto. Und die sind ja auch, ja, man hat auch immer nicht so das Vertrauen, weiß auch nicht, wo sollte man übernachten. Also wir schlafen immer im Auto. Manchmal machen wir es dann auch so, dass wir dann die Fahrer sich dann aufs Gras legen, in der Natur irgendwo mit einer Decke oder so. Man muss sich auch mal lang machen, ja, die Füße tun weh, der Po tut weh, die Augen, der Kopf, ist alles tot, ne? Also deswegen legen sich die Fahrer dann immer in die Natur auf dem Rastplatz oder so, und dann schlafen die da und wir dann im Auto. Also es ist alles nicht das Wahre, und mit Übernachten, ja, dann müsste man im Hotel übernachten. Das haben wir bisher selten gemacht, aber keine Ahnung. Also mit einem Fahrer ist Katastrophe, das geht nicht. Und deswegen wollen wir mit zwei mindestens fahren. Ja, also fahren dann lieber später, als dass wir dann nur mit einem Fahrer fahren. Deswegen warten wir bis nächste Woche und ja, gucken dann, dass wir zwei Fahrer haben. Dann schläft der eine immer, während der andere fährt. Und dann übernachten wir in der Nacht irgendwo im Auto oder keine Ahnung, in freier Natur. Schauen wir mal. So haben wir das jedenfalls jetzt besprochen nochmal. Und mein Mann hat da nochmal ein Machtwort gesprochen, hat gesagt, ihr fahrt zu zweit bitte, also zwei Fahrer. Anders geht das nicht. Und genau, das Problem ist auch, dass ich nicht wach bleibe. Wisst ihr, was ich meine? Im Auto bleibe ich nicht wach. Ich schlafe. Ich kann das nicht. Ich schlafe sofort. So wie ich im Auto bin, 2 Stunden, 3 Stunden geht und dann bin ich weg. Ja, ich kriege auch Kopfschmerzen. Der Kopf wird dick, die Augen werden schwer. Ich fahre nicht gerne mehr lange Auto. Früher habe ich das so gerne gemacht. Ja, aber ich kann nicht mehr. Ich geht nicht mehr. Ich hasse das Autofahren, das lange Autofahren ist wirklich nichts für mich. Ich kriege Kopfschmerzen dabei. Ja, hilft alles nichts. Schauen wir mal, jetzt werde ich anrufen. Bis später. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal und wir sehen uns dann gleich wieder.